As I look back on this road I've traveled, I see so many times he's carried me through. And if there's one thing that I've learned in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said. Ja, herzlich willkommen auch heute wieder. Es ist wieder ein schöner Tag, also vom Wetter her auch zumindest. Und auch hier bei uns in Österreich. Wir haben im Moment keine Katastrophenmeldungen oder irgendwelche Kriegswirrnisse in unserem Land, aber woanders, nicht allzu weit weg von Österreich, wie wir wahrscheinlich ja alle wissen. Im heutigen Losungstext, da werden wir auch wieder auf jemand aufmerksam gemacht, ja, der wirklich ein unwahrscheinlich großes Herz für sein Volk hatte. Und zwar war das der Moses, der ja von Gott auserwählt wurde, um Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten zu führen. Und sie waren natürlich alles andere als pflegeleicht. Sie waren immer wieder störrisch, halsstarrig und hatten einfach immer wieder Wege eingeschlagen, die nicht die Wege Gottes waren. Und so hatte Gott einfach beschlossen, letzten Endes auch mit diesem Volk einen Schlusspunkt zu setzen. Aber wie wir sehen im Bibelabschnitt, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen vom heutigen Losungstext, dann merken wir, wie ernst es Mose war, das für sein Volk eingetreten ist. Er hat sogar 40 Tage und 40 Nächte lang gebetet, für sie Fürbitte getan. Ich weiß nicht mehr genau, ob er auch gefastet hat in dieser Zeit. Aber jedenfalls hat er hat einfach mit dem Herrn gerungen, dass Gott dieses Volk verschont. Und wie wir sehen, er ist auf dieses Gebet eingegangen. Im Losungstext heißt es ja über das Anliegen, das Mose dem Herrn vorgebracht hat, wo er sagt: Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, dass du durch deine große Kraft erlöst hast. 5. Mose 9, Vers 26. Also ihm war klar, dass wenn Gott hier sein Vorhaben umsetzt, das wäre eigentlich eine Niederlage. Nicht für Gott, sondern für sein Volk. Und wir merken, hat er wirklich ein Herz für sein Volk, dass er so eingetreten ist. Und es ist einfach erstaunlich und auch verwunderlich, dass der Herr sich da auch überreden lässt von einem Sterblichen. Also da merken wir auch etwas von der Größe und Barmherzigkeit Gottes, dass er nicht wie ein Tyrann, ein Diktator, einfach das, was er sagt und beschließt, gilt und sonst nichts anderes, sondern dass er wirklich auch mit sich reden lässt. Das soll uns auch wieder eigentlich Mut und Hoffnung geben, dass auch in unserem Leben, wo manches schief läuft und wir dann einen Weg eingeschlagen haben, der nicht der Weg Gottes ist, dass wir doch dennoch nicht aufgeben, um zurückzukehren, um seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu erfahren. Im Lehrtext, da wird uns auch noch etwas Wichtiges mitgeteilt, aus Römer 8, Vers 32, da heißt es: Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also hier argumentiert Paulus, dass Gott hat auch Jesus, seinen Sohn, unseren Heiland, nicht verschont und ihn hergegeben,
damit auch wir nicht verloren gehen müssen, sondern auch mit ihm auch alles erben. Also auch das ist wieder eine Aussage, die wahrscheinlich auch in der Ewigkeit uns so richtig aufgehen wird und bewusst. Aber auch jetzt schon merken wir etwas von dieser großen und unbegrenzten Liebe Gottes zu seinen Menschen und vor allem auch zu seinem Sohn, als Jesus Mensch war. Dies ist mein geliebter Sohn, sagte er mal, an dem ich wohlgefallen habe. Wäre doch schön, wenn er das auch über dich sagen würde oder kann. Wäre doch toll, gell? Und vielleicht ist es auch so. Also, danke nochmals fürs Dabeisein, auch heute wieder. Und ich wünsche dir auch wieder einen schönen Tag und Geborgenheit in und mit Jesus. Servus. Ah ja, das hier ist einfach ein Mikrofon, das jetzt aufnimmt. Und es werden dann Nebengeräusche, die man sonst in der Umgebung dann stärker mit aufnimmt, wenn das durch das Gerät selber gleich aufgenommen wird, werden damit etwas gedämpft. Also das ist der Grund, warum ich das hier habe, falls sich jemand darüber wundert. Also noch einmal schönen Tag und sei dem Herrn befohlen. Servus. As I look back on this road I've traveled, I see so many times he's carried me through. And if there's one thing that I've learned in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said he will do. Every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when faithful and true. Everything he has said he will do. Every morning his mercies are new. Said he will do. Every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Ja, so war, so war.